Es kommt eher selten vor, dass Smartphones besser sind, als sie der Hersteller bewirbt, aber im Fall des Moto G scheint das wirklich so zu sein. Motorola sagt, das Moto G ist gegen Spritzwasser geschützt, aber wie unser Test beweist, ist das Moto G quasi wasserdicht. Es gibt zwar einige Stellen, an denen beim Moto G leicht Wasser eindringen kann, zum Beispiel der USB-Anschluss am unteren Ende des Smartphones oder der Lautsprecher links von der Kamera. Auch der Kopfhörerausgang ist nicht wirklich wasserdicht angelegt, aber wie unser Test heute zeigen wird, all das ist kein Problem fürs Moto G. 30 Minuten unter Wasser übersteht das Smartphone problemlos. Es geht los. Das Moto G geht auf Tauchstation. Die Uhr läuft. Nach ungefähr 5 Minuten bekommen wir eine Nachricht. Die Benachrichtigungs-LED blinkt auf und zeigt uns, mit dem Moto G ist noch alles in Ordnung. Nach ungefähr 10 Minuten waren wir dann doch einmal neugierig und haben den Bildschirm eingeschaltet. Der Touchscreen funktioniert zwar unter Wasser nicht, das ist aber nichts Ungewöhnliches, der Bildschirm allerdings sieht aus wie immer. Nach 20 Minuten haben wir den Bildschirm noch einmal kurz eingeschaltet und nach wie vor sieht alles richtig gut aus. So, die halbe Stunde ist um, wir nehmen das Moto G aus dem Wasser, schütteln es ein bisschen ab und tupfen es anschließend mit einem Küchentuch trocken. Jetzt der spannende Moment. Wir schalten das Handy an. Und siehe da, wir sind noch auf der gleichen Seite wie vorher. Der Touchscreen reagiert problemlos. Auch sonst scheint das Moto G noch ganz normal zu laufen. Ein kurzer Blick ins Innere. Ja, da ist doch einiges an Wasser unter die Abdeckung gekommen. Auch das tupfen wir mal ganz schnell ab. Aber den Funktionen des Moto G scheint das Wasser nichts auszumachen. Heiß geworden ist es auch nicht. Alles hat noch normale Temperaturen. Ein Kurzschluss ist also nicht passiert. Ein kurzer Test der Funktionen zeigt, alles scheint normal zu laufen. Die Telefon-App funktioniert, Anrufe laufen und ein kurzer Soundcheck beweist, auch die Lautsprecher scheinen keinen Schaden davongetragen zu haben. Hey, pessoal, tudo bem? Aqui é Camila Rinaldi, do Android Pits Brasil. E este aqui é o vídeo hands-on do Moto. Ein letzter Blick in die Kamera-App. Fotos machen, Autofokus auslösen. Auch hier ist alles so wie immer. Ja, das war unser kleiner Härtetest mit dem Moto G, der uns vor allem eins bewiesen hat, das Moto G ist nicht nur ein unschlagbarer Preis-Leistungssieger, es ist sogar noch besser, als Motorola selber behauptet. Das muss man erstmal nachmachen.